Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Oh, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ein Kobold namens Purgit macht reichlich Ärger. Seine Bande greift reisende Händler an, darunter leiden die Geschäfte in der Gegend. Wäre schön, wenn jemand etwas dagegen unternehmen würde. Aber niemand will sich mit einer Bande von Kobolden anlegen. Also kann er in den Ruinen von Koro tun und lassen, was er will. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn's ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield, aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein?
Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Ja, eine sehr gute Wahl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Leviosa! Akio! Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Revelio. 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 Levioso. Incendio. Dies Revelio. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Incendio. Levioso.
ins Zentrum. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Rebellion. Rebellion. Vigioso. Accio. Vigioso. Accio. Rebellion. Ein Lager. Das muss es sein. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter gekocht hat. Pilze, so groß wie Salatköpfe. Angst zu kämpfen. Legioso. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Arn wird bereuen, dass er uns nicht beitreten will. Kommt er nicht zu Verstand, wird er noch mehr leiden müssen. Legioso! Accio! Wie viele sind denn hier noch? Du wirst... Legioso! Akio, ins Zentrum. Magst du Schmerz? Legioso. Das ist peinlich, was? Ins Handy. Akio. Legioso. Akio. Du lässt es. Legioso. Hörst du nicht davon? Legioso.
Rebellion. Leviosa. Rebellion. Das wird Leviosa. Das war gar nicht schlecht. Und jetzt zu Arns Karren. Rebellion. Rebellion. Leviosa. Leviosa. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arn zurück? Rebellion. Leviosa. Akio. Leviosa. Leviosa. Acht Beine sind einfach zu viel. Akio. Ins Händchen.
Leviosa! Akio! Incendio! Leviosa! Revelio! Levioso! Accio! Levioso! Accio! Levioso! Revelio. Revelio. Wenn Sie etwas kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine Karren. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an. Schauen Sie sich doch einfach mal um. Das kaufe ich gerne. Gut, einen Vorrat zu haben, sage ich immer. Danke fürs Vorbeischauen.
Kommen Sie gerne wieder. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Es tut so gut, dich zu sehen. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, Natti. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt?